Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing-Video hier auf dem DiePixelHelden-Kanal mit mir, dem Ray. Microsoft Deutschland bzw. Xbox Deutschland hat uns nämlich ein kleines Weihnachtspaket zugeschickt und wir haben uns gedacht, ja, das Unboxen war doch hier auf dem Kanal gemeinsam mit dir, dass du auch was davon hast. Außerdem, ja, alleine so ein Ding auszupacken ist zwar ganz nett, aber es macht doch am meisten Spaß, wenn man das gemeinsam tut. Kurz zur Verpackung, bevor wir die Kiste öffnen. Ja, vorne das Xbox Logo drauf, an den Seiten genau das gleiche, vorne haben wir noch Xbox Game Pass und ganz viele bekannten Figürchen von den verschiedensten Spielen, wie zum Beispiel der Master Chief, darf natürlich nicht fehlen, oder eben die Piraten von Sea of Thieves haben wir auch mit dabei. Des Weiteren haben wir hier noch Geschenke und Tannenbäume und Schneeflöckchen da oben, also man weiß schon direkt, okay, das ist so ein kleines Weihnachtspaket. Und ja, machen wir die Spannung nicht unnötig lange, wir öffnen das Ding einfach direkt mal und gucken, was drin ist. Und wir sehen, ja, erstmal ganz viel und ich sehe vor allem solches Konfetti oder sowas. Ich halte es mal in die Kamera, ich hoffe, es stellt scharf. Ja, guck mal, genau solches Zeug ist da, ups, nochmal, ja. Solches Zeug ist ja ganz viel drin. Ja, soll wahrscheinlich so ein bisschen Schneeflöckchen simulieren, da wir draußen ja keinen Schnee haben. Dann haben wir ihn jetzt immerhin hier im Paket. Vielen Dank dafür schon mal. Ja, und der Sauger wird sich nachher auch freuen. So, wir haben aber hier eine kleine Karte. Da steht auch Frohe Weihnachten schon mal drauf. Ich halte es auch gerade mal hier hin. Es reflektiert ein bisschen, aber ich glaube, man kann es trotzdem lesen. Und ja, da steht sogar noch was hinten drauf. Auch das halte ich mal die Kamera für die Leute, die es gerne selber lesen möchten. Ich hoffe, man kann es lesen. Einfach mal kurz das Video pausieren, dann kann man es, glaube ich, lesen. Ja, ich lese es aber trotzdem gerne mal vor. Und zwar steht da Folgendes. Das Xbox-Team wünscht frohe Weihnachten. Wir blicken zurück auf ein aufregendes Jahr 2018 mit Xbox und erinnern uns an plündernde Piraten in Sea of Thieves, gemeinsame Koop-Abende in State of Decay 2, rasante Rennen in Forza Horizon 4, spannende Unterwasserabenteuer in Minecraft sowie den Launch des Xbox Adaptive Controllers für Spieler mit eingeschränkter Mobilität. Viele Überraschungen hielt die diesjährige E3 in Los Angeles bereit, gefolgt vom wunderbaren Xbox Fanfest mit über 1000 Fans auf der Gamescom in Köln. Das ist der erste Abschnitt und da möchte ich auch kurz was dazu sagen. Sea of Thieves, State of Decay und auch Forza Horizon 4 haben wir auch alles auf dem Kanal gezeigt. Horizon 4 auch, naja, ihr wisst es täglich. Also auf jeden Fall schon mal echt Titel, die auch uns sehr ja, bedeutend waren im Jahr 2018. Der Adaptive Controller haben wir jetzt nicht getestet, aber ich finde es eine mega geile Sache. Also da von mir Däumchen nach oben von meiner Seite. Und die E3 habe ich natürlich wie jedes Jahr sehr spannend verfolgt und das Xbox Fanfest. Da war ich gemeinsam mit dem Mushroom und dem Rampy hier vom Pixelhelden-Kanal, waren wir zu dritt auch auf dem Fanfest und es war echt wieder mega geil dieses Jahr. Und ja, vielleicht war ja der ein oder andere von euch auch da. Ja, ein paar haben ja zumindest mal auch Hallo gesagt. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber wir lesen weiter, zweiter Absatz. Sei gespannt, was das nächste Jahr für dich bereithält. Jetzt heißt es erst einmal abschalten und die gemütlichen Feiertage genießen. Also schmücke noch schnell den Weihnachtsbaum, zieh dir deine Kuschelsocken an und schenke dir eine Tasse heißen Kakao ein, bevor du dich mit unseren Köstlichkeit auf die gemütliche Couch setzt. Frohe Weihnachten wünscht dir dein Team von Xbox Dach, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Florian, Frank, Alex, Marcel, Malte, Laura, Sabrina, Sandra und Maxi. Hashtag Xbox liebt dich, @Xbox Dach. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Liebe Grüße gehen zurück und frohe Weihnachten gehen natürlich auch zurück ans Xbox-Team. Also finde ich sehr, sehr geil, dass wir da so eine kleine Aufmerksamkeit bekommen haben. Aber was wir jetzt genau da bekommen haben, das schauen wir uns mal an. Wir haben hier auf jeden Fall solche, ja, solche Lollis, nenne ich es mal. Ich glaube, die haben bestimmten Namen, aber ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Hier mit Crackdown-Logo vorne drauf. Aber ich halte es mal ein bisschen näher an die Kamera, dann sieht man es einfach besser. So, Crackdown vorne drauf. Ich lege das mal auf die Seite erstmal. Wir halten das gleich nochmal alles ins Foto. Was haben wir hier noch? Ich glaube, das ist Gears of War Logo, müsste das sein. Jupp, alles klar. Habt ihr auch gesehen. Dann Xbox Game Pass. Also es sind 4 Stück, wenn ich das richtig sehe. Ja, spiegelt ein bisschen, aber ich glaube, man kann es erkennen. Und das dritte ist, ja, Ori and the Blind Forest natürlich. Darf auch nicht fehlen. Ja, sehr cool. Also die Köstlichkeiten sind wohl gemeint gewesen. Und was haben wir denn hier noch? Oh Gott, wie viel von dem Zeug hier ist. Hilfe! Oh ja, der Staubsauger wird sich echt freuen. Oh, das klebt auch noch so an den Händen. Ja, und das sind, glaube ich, die Socken, oder? Ich glaube, das sind Socken. Das packen wir mal aus. Komm, ist jetzt egal, ob das Sauerei macht oder nicht. Ich saug einfach danach. Ist so gar kein Thema. So,
Ja, das sind tatsächlich Socken. Boah, das ist ja geil. Das sind ja richtige flauschige Socken. Das ist ja cool. Guck dir das mal an. Hier mit Xbox-Logo und hier ist schön gefüttert. Das ist ja cool. Ah, kann man auch an den Kamin hängen oder so. Vielleicht füllt ja jemand auch was rein oder man zieht sie einfach an. Ich glaube, kuschelig sind die auf jeden Fall. Also, sehr geil. Ja, ich lege das auch mal auf die Seite. Was haben wir denn hier da noch? Weihnachtskugeln. Das sieht man schon. Schön Xbox-grüne Weihnachtskugeln. Sehr nice. Okay. Lege ich auch mal an die Seite. In Hoffnung, es fällt jetzt hier nicht runter. Und dann haben wir das gleiche nochmal mit in schwarz. Hört man das ein bisschen? Machen wir mal ins Mikro. Ja, ist nicht schlecht, oder? Geil. Und ich glaube, das Ganze einfach mal zwei. Wir haben das, glaube ich, nochmal. Genau, ich packe das jetzt nicht weiter aus. Also das ist nochmal in schwarz. Oh Gott, die Sauerei, Hilfe. Und das Ganze nochmal in grün. Yay, Konfetti. Schnee meine ich natürlich. So, und wir haben noch eine Tasse. Geil. Oh, Tasse finde ich immer nice. Gerade ich, wo jeden Morgen ein bisschen Tee oder sowas trinkt, ist es immer cool. Und guck mal, was da drin ist. Sieht man das? Ich schütte es mal aus hier. So, okay. Ja, sehr geil. Eine Xbox Game Pass Tasse. Hier auch mit einem sehr geilen Motiv. Auch der McLaren Senna darf nicht fehlen jetzt hier drauf. Und Master Chief und so. Das ist ja sehr cool. Auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen, vielen Dank an Microsoft Deutschland bzw. Xbox Deutschland. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank. Ich zeige euch das gerade nochmal. Ich mache mal kurz die Kiste hier weg, wenn ich das irgendwie wegbekomme. Upsala. Ja, ihr hört es. Oh, ich habe so eine Sauberei gerade. Ja, die Kügelchen hättet ihr weglassen können. Ja, das ist das ganze Zeug hier. Ich versuche es mal hier die Kamera nochmal zu rücken. Sieht es zwar nicht so schön präsentiert aus. Ich mache einfach nochmal ein paar Aufnahmen, einfach wo ich das ein bisschen schöner hingestellt habe. Dann sieht man das nochmal ein bisschen schöner. Ja, an der Stelle, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank an Xbox Deutschland. Sehr, sehr geil. Hat mich und uns vor allem auch sehr, sehr gefreut hier auf dem Kanal. Und ich hoffe, du hattest auch viel Spaß mit diesem kleinen, kurzen Unboxing und wie der Ray sein Zimmer dreckig macht. Ja, wunderbar. Dann sage ich Tschüss an dieser Stelle. Danke fürs Einschalten. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen nach oben wäre nice. Und ja, besucht auch mal gerne den Twitter-Kanal vielleicht von Xbox Deutschland. Die freuen sich, glaube ich, auch immer, wenn ihnen frohe Weihnachten gewünscht wird. Also, wir sind raus. Macht's gut. Tschüss.